Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen jetzt mit Cosplay weiter. Wir fahren jetzt zum, ja, zur, ja, sag schon, zum Gülle-Lager, ne? Bei den Silos. Und dann beenden wir den Kurs und dann testen wir, ob der Lauf funktioniert. Könnte sein, er funktioniert. Letzten Mal hat es nicht funktioniert. Sei mal richtig optimistisch, ne? Vielleicht hat er letztes Mal auch einen verkehrten Modus gehabt. Ist gut möglich. Mal schauen. So, wir müssen noch anfahren. Nur nicht so dicht. Kurz mal beenden. Ein Punkt löschen. So ungefähr. Und jetzt beenden. Schauen wir mal, ne? Das jetzt klappt. Ich glaube eher nicht. Hier oben mal gucken, wegen Kosten. Und zwar aktiviert. Die zahlen jetzt Löhne für die Fahrer. Okay. Wenn er mal stimmt. Gut, erstes Mal fährt er ohne Aufladen. Okay, das kann passieren. Ansonsten. Muss ich mal sehen, wo das liegen könnte, ne? Also ist ja so nicht die Absicht dabei. Das soll ja eigentlich funktionieren. Ja, da habe ich Glück gehabt, ne? Dass wir nicht in den Zaun gefahren sind. Könnte sein, dass es nicht funktioniert, aber dass er nicht ablädt. Mal rückwärts fahren probieren. Oder halt mal andersrum, ne? Mein Taktor wäre vielleicht ein bisschen besser, dann wäre er vorne nicht so lang. Mal sehen. Wir müssen einen Taktor kaufen. Einen kräftigen, wir haben wir mittlerweile zwei. Einer ist mit Dünger unterwegs. Und eine ist hier mit Aussaat Gülle. Wir haben auch noch einen kräftigen fürs Pflügen und fürs Gruppen. Also wir haben mittlerweile zwei kräftige Traktoren. Ne? Ich muss hier kurz mal schauen. Wenn das hier nicht so gut klappt, werden wir mit dem Traktor probieren. Beziehungsweise mit dem Traktor einfahren. Mit Belan. Naja, jetzt kommt die Wahrheit. Belan wird schon mal, ne? Das ist schon mal ganz gut. Von der wertvollen Gülle. Also die ist ja im Prinzip hier richtig wertvoll, ne? Ich glaube 720 pro 1000 Liter. Schon. Wird zwar nicht angezeigt von der Menge her, man kann also sehr viel hinfahren. Aber und das hatte ich befürchtet. Na, wir schauen mal rein in unsere Liste für Garage, was wir schon haben. Wir haben jetzt drin 1, 2, 3 Ferguson, also Standardfahrzeuge.
Somit düngen. Wir haben einen schweren fürs Gruppen, fürs Flügen. Und wir haben einen zweiten schweren fürs Gruppen und Flügen. Wir haben ein LKW, ein ja, Fluggruppe, Seemaschinen, Düngefahrzeuge. Wir haben ein Güllefass fürs Feld zum Ausbringen. Wir haben ein Güllefass fürs Verteilen, also fürs Transportieren. Wir haben den Verteiler für diese Maschine. Wir haben jetzt ein. Wir haben immer noch den Schwadder und einen Sammelwagen von Krone. Den haben wir schon alle gehabt. Wir haben jetzt. Wir haben immer noch den zum Fräsen, Holztransport. Das können wir verkaufen. Funktioniert so nicht. Das ist Dunggabel für einen kleinen. Wir haben ein Krampe. Wo haben wir den überhaupt? Lagerhalle. Die könnte ich eigentlich verkaufen. Die brauchen wir ja so nicht. Erstmal. Lass mal noch stehen. Nur nicht ganz flüssig. So. Dann, was brauchen wir noch? Was sagte ich jetzt? Das. Verkaufen. So, jetzt schaue ich mal, ob wir ein. Milch. Was geht hier rein? 100.000 Liter. Oh, das ist aber sehr unrealistisch. Das ist für ein. Ist aber nicht schlecht. Sieht gut aus. Das ist ein Umbau aus dem 17er. Wir haben, das ist für ein Dings, das Milch und das ist, ach so, wie, jeweils für LKW. Ja, da wo Milch draufsteht, wird auch Milch fahren, ne? Also sehr schon mal eine Möglichkeit, wenn wir später Milch haben. Gut, dass wir mal, dann würde ich mal hier probieren. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, jetzt habe ich den Grund vielleicht herausgefunden, dass es woanders liegen könnte. Man muss den Deckel aufmachen. Das könnte der Grund gewesen sein. So, der geht rein. 15.000, ein bisschen wenig. Aber hier mit 70.000. Ich will den mal probieren. Weil er kann alles fahren, ne? Von bis alles. Ich teste den mal. Und zwar für Gülle nehmen wir eine Farbe grün. Olivgrün, ne? Universaltank, Fellenfarbe, machen wir blau. Traktor, überlege ich gerade, ja. Traktor kann man immer verwenden, ne? Wir kaufen den mal, ne? Zurück, dann kaufen wir einen Dolly. Entschuldigung. Breitreifen. Leider geht die Fällung nicht zu Farbe ändern, aber wir kaufen den mal. Und dann schauen wir mal nach dem Traktor. Und zwar für Feldarbeit sind immer Traktoren zu gebrauchen, ne? Ich schlag mal so durch auf die Schnelle. Was wir hier schönes drin haben alles. Und zwar für die Straße. Also sollte mindestens 50 km/h fahren. Hier der zum Beispiel. Der zum Beispiel. Der macht 50. Ist aber ein kleiner, ne? Ist kein Großtraktor, ne? Der kommt in Frage. Der zum Beispiel, der ist mehr als ein Ferguson und der andere ist ein Case, ne? Case haben wir noch nicht. Motorausführung. Nehmen wir ruhig 409 PS.
Badenpferd Quatsch, Zwillingsbereifung. So nehmen wir den mal, ne? So. Wieder viel Fahrzeuge gekauft. Den machen wir Platz. Da bin ich gleich mit einem anderen Fahrzeug hier. Das entsprechend. Meistern können, ne? Ach, Nase juckt hier. So. Dann machen wir einen Flieger zum Händler. Ja, Scotty, beam mich rüber. Und schon sind wir da. Ja, Gewicht haben wir am Hof. Und den Dolly liegt da links. Wollen wir gleich mal Licht machen, ne? Das Licht passt schon mal, ne? Aber den können wir auch im Feld einsetzen entsprechend, ne? Da hat er eine Leistung dafür. Auch gute Bereifung, Anführungszeichen, ne? Also zum Düngen haben wir dann drei Fahrzeuge da. Notfalls. Der eine Fendt, den kann man gut nutzen für Transporte außerhalb, ne? Falls wir schnell was transportieren wollen. Der kann auch 63 km/h und der macht halt 53. Das ist für Transporte am Hof vollkommen okay. Ja, morgen ist schon der dritte Tag im Winter. Und wie gesagt, wir machen jetzt nur noch drei Tage, ne? Kann natürlich sein, wenn ich jetzt sehe, oh, wir haben jetzt viel Arbeit, dann werden wir natürlich auf 1 fahren, ne? Auf 1 und dann sind wir durch, ne? Am Tage, wo es hell ist, auf 1, wenn wir viel Arbeit haben. Wenn wir keine Arbeit haben, dann können wir auf 5 spielen. Weißt du, wo wir keine Arbeit haben, wo wir im Prinzip uns beschäftigen müssen mit anderen Sachen, die jetzt nicht geplant sind. Also wenn wir jetzt Feldarbeiten haben, Aussaat und so, dann werden wir auf 1 spielen und bei der Ernte auch. Wo wir jetzt, wenn wir jetzt Regen haben und wir können nur uns mit anderweitigen Sachen beschäftigen, ne, wie Aufräumen und so, da werden wir dann auch 5 spielen. Ne? Da geht ein bisschen insgesamt flotter voran, weil wir in den Prinzip jede Jahreszeit 3 Tage einsparen. Das heißt, auch wir haben Lohnzahlung, auch wie schön. Helfer haben wir nicht gehabt, ne? Nö. Hat zwar nicht gut gearbeitet, ja, beziehungsweise. Die Einstellung war verkehrt. Ja, aber wie gesagt, das ist ja halt so. Ne? Also, Klappe aufmachen, das kann der Grund gewesen sein, wieso er dann letztes Mal nichts aufgenommen hat. Bei der Marsch. Mit Gülle und so. Aber da fährt genau 53, das ist gut. Den Traktor haben wir noch nicht gehabt. Bis jetzt. Gibt so viele Traktoren, die wir noch nicht hatten, also gefahren sind hier, ne? Das sollen wir noch ausreizen, das ja, ne? Ein DL-Leben kann man sich gar nicht leisten normalerweise. Aber ich finde immer goldig und Spiegel sieht es immer nachts aus wie Nebel. immer gleich, immer nebelig. Ob dunkel oder hell oder ist immer Nebel. Vorne raus ist kein Nebel, aber hinten raus ist Nebel. Naja gut, das finde ich jetzt schon, ne? Das sind ja die kleinen Schönheitsfehler, sagen wir so. Warum auch immer. Ich hoffe, die Musik nicht so laut. Oh, Gas. Ah, so gefällt mir das. Man müsste auch mit einstellen können Schneeketten, ne? Das wäre doch richtig, ne? Ja, wenn mal die Schnee liegen würde. Denn, ab minus 7 Grad wirkt das nicht mehr. Und wenn man im Hochgebirge spielen würde, wäre das entsprechend, also Hochgebirge in höheren Lagen, 800 Meter, da kann schon mal sein, dass es
So. Dass da kälter ist, ne? Als im Flachland im Norden ist ja oft nicht so kalt. Gibt zwar eine gewisse Ausnahme, gibt schon, kommt schon mal vor. Also Eistage. Und es geht auch rein. Deckel auf, geht rein. Deckel zu. Oh, geht auch noch rein. Aber normalerweise Deckel auf, geht nicht dazu, es geht nicht rein. Das ist ein größerer Güllewagen, ne? Also für andere. Naja, optisch gesehen ist er nicht viel größer, aber ein bisschen. Aber er wäre von ja, wenn man vergleicht, ja. Gut, Ansichtssache, ne? Ja, wir haben Winter, ne? Und die Folge ist vorbei. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und den Gewinn. Ciao. Ja, wir sehen uns, wenn ihr möchtet, gleich wieder zur nächsten Folge. Tschüss.